Hi Leute und willkommen zurück bei Zelda Twilight Princess. Ja, boah, Wind. Wir haben ja dann mit aller Mühe und Not noch Argorok besiegt oder besiegen können. Und jetzt haben wir den Schattenspiegel komplett und wir müssen weg hier. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir eigentlich zur Kanone? Also wir sind ja schon bei der Kanone, wie kommen wir da rein? Achso, genau, Greifhaken. Habe ich schon wieder vollkommen verdrängt gehabt, dass das mit dem Greifhaken ging. Ist ja schon so lange her. Verdammt. Greifhaken, rein. Und runter bitte, Kanönchen. Bungee. Sehr schön. Willkommen zurück am Hylia-See, Leute. Müssen wir hier nochmal wieder rauskommen, ne? Hier nicht. Hier könnten wir. Ich würde ganz gerne nochmal gucken. Jetzt sagt Mietname. Naja. Denn wir hatten noch bestimmt ein sehr viel besseres Portal zum Warpen als die Kanone und Oase. Geht das jetzt hier? Ja, hier geht's. Sehr schön. Genau, Gerudo-Wüste. Ja, Spiegelkammer. Das ist doch da, wo ich hin möchte. Und hin. Ich glaube, ich möchte zum Mensch werden, wenn das geht. Es geht. Seid gespannt, Leute, was jetzt passiert. Weißt du, das Schattenreich wird von manchen auch Jenseits genannt. Aber in Wahrheit ist es etwas ganz anderes. Es ist ein friedlicher Ort, so wie eure Welt, wenn man das Abendrot am schönsten, wenn das Abendrot am schönsten strahlt. Die Wesen in unserer Welt leben in diesem Licht ruhig und friedlich mit reinem Herzen. Bis diese finstere Magie in unser Leben trat und alles anders wurde. Es ist alles unser Fehler. Wir überschätzten die Macht unserer Weisheit, wir versuchten die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unseren Leichtsinn. Und seid mild in eurem Urteil. Prinzessin der Schatten. Midna, ja. Ihr wusstet es also? Dieses Volk habe ich einfach die Flucht ergriffen. Ich verdiene diesen Titel nicht. Thank you.
In meiner Welt glaubt man, dass der Held in Gestalt eines heiligen Tiers erscheinen wird. Deshalb dachte ich mir, als ich dich das erste Mal sah, ich wollte dich einfach nur benutzen. Hast du auch gemacht. Ich wollte einfach nur meine eigene Welt sehen. Gerettet sehen. Und es war mir egal, was aus der Welt des Lichts werden würde. Aber dann traf ich Zelda und dich. Und ihr wart beide bereit, alles zu geben, um eure Welt und die Menschen zu retten. Jetzt möchte auch ich dabei helfen, eure Welt zu retten. Wir müssen Xanto besiegen. Dann wird auch der Fluch gelöst, der auf mir liegt. Und wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben. Lass uns gehen, Link. Für Zelda und für die Völker unserer beiden Welten. Eine Treppe. Wollen wir hineingehen? Wollen wir hineingehen? Wollen wir hineingehen? Ich denke doch, ne? Mal schauen, wo uns das alles hinführt. Schattenpalast. Also, naja, Link, darf ich dich noch einmal in Anspruch nehmen? Aus welchem Grund auch immer, einmal bin ich schon aus dem Schattenreich geflohen. Ich habe mein Volk im Stich gelassen, obwohl es mich als sein Oberhaupt respektiert, ja, feiert hat. Diejenigen, die jetzt noch hier sind, warten und hoffen darauf, dass Hilfe kommt und sie von ihrem Los zu befreien. Wenn sie dann erfahren, dass der Retter eine hässliche Kreatur wie ich sein soll, da werden sie doch enttäuscht sein, oder? Deshalb bitte ich dich, auch wenn es ein großes Opfer für dich sein mag, darf ich noch ein ganz klein wenig dein Schatten sein? Verzeih mir. Bitte. Ich habe nicht ja gesagt. Aber ich möchte, glaube ich, hier zum Wolf werden. Das erscheint mir sinnvoller. Hallo. Link, warte, das sind keine Gegner. Nur ihre Gestalt ist verändert. Das sind Bewohner dieser Welt. Mitglieder meines Volkes. Xanto, was hat er uns nur angetan? Okay, solange sie mich nicht angreifen, ist das ja alles kein Problem. Da können wir weitergehen, ne? Volle Herzen haben wir. Na, war mir schon klar, dass jetzt irgendwas wiederkommt. Aber das sind aber Gegner. Nein! Das wäre sehr viel besser. Ich würde sagen, vielleicht muss ich auch gar nicht erst hier lang, vielleicht müsste ich auch erstmal hier lang. Vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, wir werden es gleich sehen, wenn diese Tür verschlossen ist. Ist sie nicht. Sehr gut, dann gehen wir hier rein. Durch einen Seiteneingang. Oh, geh ich näs. Alle herkommen. Alle herkommen, ich hab da was für euch. Na los. Yeah, mit dir und mit dir. Und mit dir sowieso. Ah, und mit dir habe ich noch ein ganz besonderes Hütchen zu. Oh, was bist du denn? Verschwinde! Ja, es tut weh, ne? Aber eher mir als dir.
Hallo. Ja, mehr, mehr, mehr. Ja! So, weg mit dir. Eine Kiste! Und ein Rubin. Eine Kiste und ein Rubin. Schade, dass Tante nicht hier ist. Die wird wahrscheinlich bei den Kumulanern geblieben sein, würde ich mal schätzen. Du hältst einen kleinen Schlüssel, öffnet die Türen allerdings nur hier. Gut. Jetzt müsste ich... Ah, hier muss man gleich wieder den Doppelhaken anwenden. Also vielleicht doch als Mensch hier durch. Müsste man mal gucken. Vielleicht hätte ich doch mal erst ein bisschen was von den Rubinen ausgeben sollen, aber naja. Okay, da hinten ist schon wieder so eine Pissflitsche. Die schießt auch schon wieder auf mich. Ich sehe das doch. Naja, ist okay. Komm mal her, damit ich dich treffen kann. Na los. Wo materialisierst du dich wieder? Da hinten. Und weg. Bogen vielleicht. Ja, das war jetzt ja wunder. Ich... Ach so, man. Ah, okay. Link, pass gut auf. Der schwarze Nebel kommt von den Schattenkristallen, die Xanto mit deinen magischen Kräften geschlagen hat. Sie saugen das Licht ein. Er ist der Schurke, der den Lichtgeistern ihr Strahlen geraubt und deine Welt mit Schatten überzogen hat, Link. Aber mit unserem kleinen Spielzeug kann ich dich jederzeit vom Wolf zum Menschen zurückverwandeln. Also, alles klar. Gut. Naja. Das ist gut zu wissen, dass wir als Wolf hier langlaufen können. So, Ende. Hier eine Kiste? Oha. Noch eine? Geht denn da ab? Aber das ist ja gut zu wissen. Dass wir als Schattengestellt, als Wolf da langlaufen können. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Öffne die Türen allerdings nur hier. Bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Ja. Wäre ich. Ich müsste allerdings nochmal gerade gucken, wo jetzt die zweite Truhe materialisiert ist. Wahrscheinlich auf der anderen Seite, oder? Oder hier in der Ecke? Naja, hier jedenfalls nicht. Da müssen wir zum Wolf werden. Und noch einmal durch da. Ah ja, hier. Eklig. Ihr spinnt doch. Na los, komm her. So, Ende. Na los, Wolfling. Zeig mal, wie du Truhen öffnen kannst. Gar nicht. Du musst sie erst zurückverwandeln, wie immer. Vielleicht eine Dungeon-Karte. Ein Kompass! Er zeigt dir ein, wo die Schätze in diesem Dungeon zu finden sind. Sieh auf dem Kartenbildschirm nach, wenn du die Schätze suchen willst. Jawohl, ja. Hier hat sich noch nichts materialisiert. Finde ich jetzt nicht gut. Da oben könnte ich mit dem Greifhaken ran. Nicht von hier, offensichtlich. Da ist noch eine Kiste. Müsste ich vielleicht auch mal mit dem Greifhaken gleich von der anderen Seite ran oder so. Wenn das geht. Warum eigentlich nicht? So, zurückverwandeln. Zum Mensch werden. Nee, falsche Taste. Zum Mensch werden, genau. Nein, das war jetzt die falsche Taste der falschen Taste. Och, Leute. Mit mir ist es nicht immer ganz einfach, ich weiß. So. Hier oben jetzt, genau.
Ich gehe mal davon aus, ich lande hier mal richtig. Kommt her, ihr Viecher! Du auch, komm! Jawohl, ja, Ende mit dir. Ich wollte gerade sagen, um hier rauszukommen, brauche ich jetzt wirklich Tante, ne? Du hast den Stempel Midna wütend erhalten. Deine Stempel kannst du dir im Ausrüstungsbildschirm ansehen. Oh nein, falsch. Verdammt. Dahin. Und durch die nächste Tür, bitte. Achso, nochmal gucken. Leider kein Herz dabei. Egal, machen wir die Tür trotzdem auf. Bin mir ziemlich sicher, ich bin trotzdem irgendwie falsch gegangen. Yeah! Oh nein, Bossraum. Wer oder was bist du? Sieht nach Kopierstab aus. Ich leg den vorsichtshalber mal an. Kurz den Raum abchecken. Greifhaken incoming, sag ich nur. Okay. Dann schauen wir mal, was der Boss hier für uns bereithält. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, oh, Santo? Lecker. Wo bist du? Ich probiere mal Whiplink. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Vielleicht mit Gespür oder so. Ah, Herzen, das ist gut. So, jetzt aber. Santo, komm her. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, das war's. Okay, geht doch so. Relativ einfach. Okay, jetzt muss ich im Schatten laufen hier. Na gut. Was hat er gemacht? Ich sehe es noch nicht. Wie gesagt, was kann das Viech? Diese leuchtenden Kugeln erhellen unsere Welt. Man nennt sie Sola. Sie gleichen der Sonne in deiner Welt, Link. Die Kraft der Sola ist die Quelle des Lebens in dieser Welt. Ohne sie sind wir nichts. Ja, damit könnten wir... Link, könntest du diese Sola nicht zu meinen Leuten am Eingang der Welt bringen? Ja, kann ich. Klar. Nichts leichter als das. Vielleicht. Man weiß nicht. Erstmal nochmal hier. Okay, zurückverwandeln. Kopierstab. Ja, treffen wir auch ganz toll. Geht nicht. Muss gehen. Hier eigentlich nur gekloppt hier. Hier hinten rein.
Ah, so geht das. Und jetzt habe ich die Sola. Kann ich damit hier durchlaufen? Tatsächlich. Hihi, wie schön. Will er mich jetzt töten? Ich leg die Sola jetzt einfach mal hier ab, ne? Wird ja irgendwas bringen. So, wo ist denn dann... Ich frage jetzt, was kann der? Der will die Sola jetzt wieder haben, ja? Ja, habe ich mir beinahe gedacht. Dass der die wieder haben will. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man den überhaupt irgendwie aufhalten? Also ich locke ihn erstmal wieder zurück. Dann lege ich die Sola jetzt in der Mitte ab. Gehe die Treppe rauf. Und hole sie mir mit dem Greifhaken zurück. Ne? Erzähl mir nicht, ich bin zu weit weg. Öffnen! Gut, Leute. An der Stelle möchte ich jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir versuchen, die Sola zum Anfang zu bringen. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao!